Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich fahre heute weiter am Donauradweg entlang von Wien nach Bratislava. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Es ist 9 Uhr am 3. Juli 2024. Das Fahrrad ist gepackt, kann losgehen. Da unten fließt die schöne graue Donau. Es ist bedeckt, ungefähr 18 Grad. Es wird später noch anfangen zu regnen. Und der Weg wird sich bis zur slowakischen Grenze wahrscheinlich nicht wesentlich verändern. Wenigstens habe ich das Zelt trocken eingepackt bekommen. Vielleicht kann ich dem Regen auch noch ein bisschen wegfahren, denn der kommt von hinten. Ich fahre momentan noch an der neuen Donau entlang. Das ist also der Teil, der zum Hochwasserschutz für Wien angelegt wurde. Jetzt muss ich hier durch ein Tanklager fahren, weil an der Donau ein Werksgelände ist. Ich bin jetzt aus dem Tanklager raus. Jetzt geht es hier immer am Deich lang. Ich auch den Nordseeradweg fahren können. Der Weg ging jetzt von der Donau weg durch einen kleinen Wald. Jetzt führt er weiter über einen Damm. Ja, das geht jetzt ungefähr 20 Kilometer geradeaus hier auf dem Deich. Wenigstens ist jetzt hier mal ein Feld, nicht nur links und rechts Bäume. Eben gab es auch eine Abzweigung zu einer Fähre aufs rechte Ufer, aber ich habe kein Bargeld mehr. Ich habe vergessen, zur Bank zu gehen. Juhu, eine Abwechslung. Schafe. Noch mehr Schafe. So, nach einer Stunde endlich mal wieder Anzeichen von Zivilisation. Und da vorne ist jetzt, glaube ich, die Brücke, über die ich das andere Ufer fahre. Also die Brücke rückt näher. Jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, da hochzukommen. Es ist inzwischen 11 Uhr. Ich bin hier um 9 Uhr losgefahren. Jetzt bin ich 2 Stunden schnurgerade hier auf solchen Wegen gefahren. Zum Glück gab es eine Rampe hier hoch auf die Brücke. Die Brücke ist sehr lang und ich habe die Donau noch nicht mal erreicht. Ja, da ist sie nun, die schöne graue Donau. Da oben ist eine Burg und da zischt eine Katamaranfähre über das Wasser. Und das da hinten müsste Hainburg sein. So, dann bin ich endlich von dieser Brücke runter. Das hat gedauert. So, jetzt muss ich mal sehen, ob ich in Hainburg Geld und Kaffee kriege. So, jetzt gab es mal wieder eine Sperrung. Musste ich hier hochfahren. Ich habe natürlich erstmal die Sperrung ignoriert, aber man kam nicht vorbei. Ja, das ist der Eingang nach Hainburg. Das sieht ja ganz nett aus. Ich hoffe, es gibt jetzt auch das, was ich brauche. Ja, das ist hier so eine Art Nadelöhr, die Straße. Wunderschöne Blumen und ich sehe auch schon eine Bäckerei. So, jetzt habe ich mir einen Cappuccino bestellt und ein Stück Kuchen. Jetzt kann ich diesen Ausblick genießen. So, das sieht doch gut aus. So, jetzt habe ich alles bekommen, was ich wollte. Und jetzt kann es weitergehen. Es ist inzwischen kurz nach 12. Ich bin aus Hainburg raus. Und Bratislava ist jetzt gar nicht mehr weit. Ich glaube, da kann man schon Teile von liegen sehen da vorne. Ja, und ich habe mir jetzt eine Unterkunft dort gebucht. Kurz hinter der Stadt, damit ich mir die in Ruhe angucken kann, denn der nächste Campingplatz, der wäre dann sehr weit entfernt. Und der davor, da bin ich schon dran vorbei, das wäre keine adäquate Strecke gewesen. Ich habe jetzt auch mal wieder Lust, in dem Bett zu schlafen, nach, was weiß ich, 12 Tagen im Zelt. Das ist jetzt nochmal der Blick zurück auf Hainburg. Ich weiß nicht, ob das da oben auf dem Berg die Hainburg ist. Könnte aber gut sein. Jetzt wird man hier zickzack durch die Gegend geführt, damit man nicht an der Straße entlang fahren muss. Da hinten sind jetzt auch schwarze Wolken. Und ja, da ist es mir halt auch lieber, wenn ich heute Nacht im Trockenen schlafe. Im Zelt schlafe ich natürlich auch trocken. Ich habe es jetzt ziemlich genau 2 Jahre, ist ungefähr 100 Mal auf- und abgebaut. Es hat einige heftige Regenschauer und Gewitter ausgehalten und auch Dauerregen nachts. Ja, ich bin ziemlich zufrieden, aber es ist natürlich was anderes, wenn man dann morgens aus dem Zelt
auf eine nasse Wiese tritt und sich nicht bewegen kann richtig. Deswegen denke ich, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist, in eine Unterkunft zu gehen. Das da oben ist Wolfstal. Das wollte ich jetzt mal umfahren und eine Abkürzung nehmen. Aber das ist jetzt hier so geendet. Aber ich hoffe, ich komme durch. Dadurch wollte ich mir halt diesen obskuren Bogen sparen, den der Weg da macht. Mal wieder so eine Alexander-Abkürzung. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gleich noch durch den Bach durch. Scheint geklappt zu haben. Super. Zurück auf den Weg. Wir sind jetzt die Überreste einer Grenzstation oder eines Grenzservice zu sein. Und die Grenze kommt dann aber erst da vorne. Ich glaube, da ist die Grenze. So, ich glaube, ich bin jetzt in der Slowakei. Wenn ich mich recht erinnere, ist das jetzt Land 27, das ich mit dem Fahrrad bereise. Ich war hier noch nie. Und das wird jetzt bestimmt spannend. Ja, in Thailand und Vietnam bin ich auf solchen Straßen mit dem Fahrrad gefahren. Ja, aber hier muss man, glaube ich, Maut bezahlen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier auf dem Fahrradweg fahren kann. Endlich bin ich wieder an der Donau. Da oben ist die Burg Bratislava. Bratislava liegt da hinter den Bäumen und ich würde jetzt gerne auf diese Brücke und in die Stadt fahren, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ah, da gibt es eine Rampe und dann eine Brücke unter der Brücke. Oh, da liegt nun Bratislava. Mal sehen, was vom alten Pressburg übrig geblieben ist. Ja, und auch hier liegen Hotelschiffe, die Donau rauf und runter gondeln. Das ist die Brücke, über die ich gekommen bin. Und jetzt schaue ich mal in die Altstadt rein. So, direkt runter von der Brücke kommt man auf den Fischplatz und jetzt hatte ich ein sehr schönes Erlebnis. Und zwar habe ich den Wolfgang aus Wien getroffen, der mich in Asien die ganze Zeit verfolgt hat auf YouTube. Ganz herzliche Grüße, hat mich sehr gefreut, dich zu treffen. Und ja, das war sehr schön. Das war jetzt der zweite Zuschauer in meiner Karriere, der mich erkannt und angesprochen hat. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Jetzt hier gerade in Bratislava. Toll. Ja, diese Allee hat jetzt zu einem schönen Platz geführt. Da vorne links geht es in die Innenstadt. Das müsste das slowakische Nationaltheater sein. Ja, plötzlich wird anders gesprochen und jetzt kann das Abenteuer beginnen. Inzwischen bin ich auf dem Hauptplatz und das ist wohl das Zentrum der Innenstadt. Und auch von der anderen Seite sieht es klasse aus. Und hier passt jetzt einer auf mein Fahrrad auf. Das ist wohl das alte Rathaus und das ist das älteste Gebäude, das hier noch in Bratislava erhalten ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Rathaus hat einen sehr schönen Innenhof. Das ist die Mariensäule. Bratislava ist ja auch Regierungssitz und deswegen haben hier einige Länder ihre Botschaften. Das ist der Maximiliansbrunnen und der ist hier im 16. Jahrhundert nach einem Brand aufgestellt worden. Und das soll wohl zur Abkühlung dienen, aber das ist heute nicht nötig. Es ist eigentlich recht frisch. Ich musste auch meine Jacke wieder anziehen. So, und hier sitze ich jetzt vor einem napoleonischen Soldaten. Hinter dem Rathaus befindet sich der Primatialplatz und das ist das Primatialpalais. Und so sieht das Rathaus von hinten aus. Das ist das Portal der Franziskanerkirche. Das hier ist der Franziskanerplatz und der geht dann über in den Hauptplatz. Und das ist die Nympha Franziska. Und das sind Blumen. Ja, und auch abseits des Hauptplatzes gibt es sehr schöne Gassen. Natürlich jetzt wieder alles sehr schwer zu filmen, weil es so eng ist und so viele Leute unterwegs sind. Kommt einfach mal selber her und schaut es euch an. Ihr habt ja jetzt gesehen, dass es sich lohnt. Da oben ist die Burg, aber die liegt auf einem 85 Meter hohen Felsen. Da gehe ich jetzt nicht drauf. Aber es lohnt sich sicher auch. Und die Straßen sind hier alle gesäumt von Palais, in denen früher die reichen Bürger gewohnt haben.
Überall wunderschöne Häuser mit Straßencafés und Restaurants. Sie hier lässt sich aushalten. Es ist inzwischen 3 Uhr. Ich bin zurück auf dem Hauptplatz und mache mich jetzt auf die Suche nach meiner Unterkunft. Kaum ist man aus der Altstadt raus, beginnt die Moderne. Mit sehr interessanter Architektur. Jetzt geht's durch Platte. Yeah, endlich eine vierspurige Straße. Ich fühle mich wohl. So, das müsste es jetzt eigentlich sein. Tor ist zu. Ich hoffe, es ist jemand da. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder durch den Verkehr zu fahren. So, ein sehr einfaches Zimmer, dem Preis entsprechend. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 33 Euro bezahlt. Und ja, ich suche mir jetzt eins der Betten aus, welches die bequemste Matratze hat. Und dann ruhe ich mich mal richtig aus. So, jetzt habe ich es bis nach Bratislava geschafft. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass jetzt das Abenteuer beginnt. Morgen geht es dann weiter Richtung Budapest. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal. Schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!